Ja, so liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Meet and Greek. Wenn ich euch jetzt bitten würde, eure Augen zuzumachen und einfach euch vorzustellen, was für Bilder kommen, wenn ich sage Griechenland, dann denkt ihr höchstwahrscheinlich an kleine weiße Häuschen mit blauen Dächern, das Meer, vor allen Dingen das Ägäische Meer, die Inseln des Ägäischen Meeres. Genau dahin möchte ich euch heute entführen mit dem, was ich heute koche. Auf jeden Fall gibt es heute leckere Tomatenpuffer oder Tomatenpflanzerl. Das werden wir mit einer schönen scharfen Feta-Creme kombinieren und dann auch noch mit einem Lavrovdidi Saranaki. Was ihr dafür benötigt und was ihr dafür machen müsst, um diese Leckereien herzustellen, das zeige ich euch dann nach dem Intro. Ganz genau. Wir haben heute im Endeffekt drei Sachen, die wir herstellen. Wir fangen an mit den Tomatenpuffern oder den Tomatenpflanzern. Dazu benötigen wir 500 Gramm kleine aromatische Tomaten, 4 Frühlingszwiebeln, 100 Gramm Feta, 2 Eier, ca. 250 Gramm Mehl, je nach Feuchte, 1 Teelöffel Minze, frisch, 1 Teelöffel Basilikum, frisch, 1 Teelöffel Thymian, natürlich auch frisch, und dann natürlich Salz und Pfeffer und Öl zum Anbraten. Für unsere Tirocafteri, also unsere scharfe Feta-Creme, benötigen wir 100 Gramm Feta, 1 Esslöffel griechischen Sahnejoghurt, 2 Esslöffel Olivenöl extra vergine, etwas Dill, frisch, Thymian frisch, geräucherten süßen Paprika, Chili, Pfeffer und bei Bedarf etwas Salz. Letztendlich für unser Lavrovdidi Saranaki benötigen wir 250 Gramm Lavrovdidi, etwas Milch, etwas Mehl, Olivenöl und für den persönlichen Kick ein bisschen Pinienkerne und Petimesi. Wir fangen jetzt erstmal an mit unserer Tirocafteri. Wir machen jetzt nur eine kleine Menge, weil so viel brauchen wir nicht. Ich habe jetzt hier 100 Gramm Feta, den mache ich hier rein in meine Küchenmaschine. Ihr könnt das natürlich auch mit der Hand machen, aber mit der Küchenmaschine funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Dann kommt der Joghurt mit rein. Als nächstes mache ich jetzt rein geräuchertes Paprika. Jetzt müssen wir ein kleines bisschen was hacken. Ich habe jetzt hier einmal ein bisschen Thymian. Der wird gehackt. Eine getrocknete Chili. Und jetzt noch ein kleines bisschen von dem Dill. Und jetzt geht's weiter. Diese schön fein gehackten Sachen kommen jetzt hier rein. Ein bisschen Pfeffer. Und etwas Olivenöl, ungefähr 2 Esslöffel. Auf jeden Fall mal schauen, ob vielleicht noch ein bisschen Salz nötig ist. Normalerweise hängt das immer davon ab, ob wir eine sehr salzige Feta haben, dann braucht man vielleicht keines. Oder wir haben vielleicht eine nicht so salzige, da könnte es sein, dass wir ein kleines bisschen was dazu tun müssen. So, und jetzt das hier, unser hübsches Gefäßchen. Machen. Ich nehme jetzt ein kleines bisschen von dem Grün von der Frühlingszwiebel, ein kleines bisschen Olivenöl auch drauf,
voilà, fertig ist die Sirup-Gastellerie. Und jetzt fangen wir an mit unseren Tomatenpflanzer. Und für unsere Tomatenpflanzer brauchen wir was? Tomaten. Tomaten, ganz genau. Und die haben wir hier mit so schönen kleinen Tomaten. Die sind nämlich meistens am aromatischen. Ich empfehle euch auch die Honigtomaten zu benutzen. Das sind die aromatischen von allen. Die habe ich jetzt leider nicht gekriegt. Deswegen nehme ich die, aber die gehen auch. So, und die müssen wir jetzt im Endeffekt einfach nur klein schneiden in vier Teile. So, und wie ihr seht, wir schneiden heute hier die Tomaten in schöne Viertelchen. Ausnahmsweise mal macht das nicht ich, sondern meine runde, hübsche, kleine, süße Tochter. Und wie funktioniert das? Gut. Einfach? Ja. Sehr gut. Wir machen jetzt weiter mit unseren Frühlingszwiebeln. Und ich hatte es euch ja schon mal gesagt, aber ich sage es einfach normal. Die Frühlingszwiebel, die hat ja im Endeffekt zwei Teile. Den unteren, den hellen Teil und den oberen Teil, den dunklen. Und den hellen Teil, den können wir genauso benutzen, wie man eine normale Zwiebel benutzen würde. Und den oberen Teil, den benutzen wir im Endeffekt wie ein Kraut, wie ein Basilikum oder etc. Wir machen jetzt als allererstes die grünen Teile sozusagen weg. Und die hier, die schneiden wir jetzt einfach mal in kleine Stücke. Ganz wichtig dabei, egal welche Pflanzer, Puffer, wie auch immer, selbst wenn ihr ganz normale Buletten oder wie ihr auch immer das nennt, macht, es macht immer Sinn, die Zwiebeln zuerst kurz anzuschwitzen, bevor man das in die Masse mit reinmacht, weil dadurch wird das Ganze etwas bekömmlicher. Etwas Olivenöl. Und das hier schön mit rein. Ein bisschen Thymian. Was bei Tomaten natürlich niemals fehlen darf, Basilikum. Und das Schöne dabei ist, ihr müsst es nicht ganz so alles fein und klein machen. Das hätte nämlich die Oma auf Santorin auch nicht so gemacht. Wir machen hier noch ein bisschen was von dem grünen Teil der Frühlingszwiebel. Nicht zu viel, wie gesagt, das ist ein Kraut. Was auf gar keinen Fall hierbei fehlen darf, ist ein kleines bisschen Minze. Und diese Minze, die wird das Ganze noch ein bisschen frischer machen. Als nächstes bröseln wir ein kleines bisschen Feta-Käse hier rein. Für diejenigen, die sich gern vegan ernähren, kann man natürlich diesen Schritt hier weglassen. Als nächstes kommen jetzt die Eier rein. Das darf natürlich bei einem veganen Gericht auch nicht rein, aber da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, entsprechend Bindungen herzustellen, auch mit pflanzlichen Stoffen. Die kann man dann entsprechend dann dafür benutzen. Jetzt etwas Salz, etwas Pfeffer. Jetzt haben wir im Endeffekt das erste schon mal so erledigt und wir sehen, dass sich jetzt hier mit den Eiern und der Flüssigkeit von den Tomaten so ein bisschen eine Flüssigkeit bildet. Und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich habe zwar eine Menge an Mehl angegeben, das kann aber von Tomate zu Tomate und von Feuchtigkeitsgehalt insgesamt sich sehr stark unterscheiden. Deswegen nehmt das nicht ganz so genau mit der Menge. Und jetzt binden wir im Endeffekt am Ende mit dem Mehl ab. Und ich mache das immer gerne so, ich gebe immer ein bisschen was dazu und schaue mir die Konsistenz an. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann ist das hier definitiv noch zu flüssig. Und das hier, das ist jetzt so ungefähr die Konsistenz,
die wir haben wollen. Ich bin jetzt so weit, dass ich jetzt so langsam aus meiner Tomatenpflanzermasse meine schönen Puffer machen kann. Ich habe jetzt hier eine Pfanne und diese Pfanne, die erhitze ich jetzt mit Sonnenblumenöl. Ja, das wird ein teures Essen. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Immer so circa 2 Esslöffel etwas obendrauf begießen, dass sie vor dem Wenden ein bisschen anziehen. Und jetzt, wenn sie schön fertig gebacken sind, dann auf einen mit Crepe ausgelegten Teller drapieren. In der Mitte lasse ich ein bisschen Platz und da mache ich unsere schöne Creme hin. Und jetzt stellt euch vor, ein schöner eiskalter Weißwein. Dieses Essen dazu, liebe Freunde, mit denen man Spaß haben kann. Jo, das kann schon richtig gut werden. Und jetzt wollen wir mal probieren. Richtig schöner, intensiver Tomatengeschmack. Außen leicht knusprig, innen schön saftig. Jetzt einmal durch die scharfe Soße. Fangen wir jetzt an mit unserer zweiten Komponente, und zwar mit dem Ladotti di Saranaggio. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Traditionelles aus den Inseln des Ägäischen Meeres, um genau zu sein, aus Lesbos. Ich meine das hier, Ladotti aus Mytilene. Und Ladotti, das gibt es nur in bzw. aus Lesbos. Wir fangen jetzt damit an, wir packen es erstmal aus. Das Ladotti heißt übrigens so, weil man früher das in Olivenöl haltbar gemacht hat. Und ja, deswegen hat es immer noch diesen Namen von Lavi, was Öl bedeutet, also Olivenöl, und Diri, was Käse bedeutet. Das Ganze muss jetzt erstmal in Milch eingelegt werden. Ungefähr so für eine halbe Stunde im Kühlschrank. Fangen wir jetzt erstmal damit an, mit dem Topping, dann ist das nämlich schon mal fertig. Und ich habe hier schöne Pinienkerne und die mache ich jetzt einfach hier in eine heiße Pfanne. Da ist nichts drin, da ist nur Hitze. Und röste die klein wenig an. Das geht ganz schnell, das geht ganz einfach und es macht die Pinienkerne noch geschmacksintensiver und leckerer. Und wenn sie so schön bekommen haben wie hier, sind sie auch schon fertig. Mehr braucht das gar nicht. Ich habe jetzt hier den Käse, der die ganze Zeit eingelegt war, in der Milch. Den nehme ich jetzt hier raus und nehme Mehl und diese Feuchtigkeit von der Milch, die in den Käse hineingezogen ist, sorgt dafür, dass das Mehl jetzt hier schön dran kleben bleibt. Hier in meine Pfanne mache ich etwas flüssiges Gold. Jetzt bei mittlerer Hitze langsam und schön ausbacken. Oh yeah.
Boah. Die Kombination knusprig, süß, salzig, mit allem drum und dran. Was bleibt euch also noch übrig? Naja, also auf jeden Fall, bevor ihr das alles nachkocht und nachmacht, wäre es sehr schön, wenn ihr diese 15 Sekunden nutzt, die wir noch benötigen, um dieses Video zu beenden, um unten mal schnell auf den Abonnier-Button zu klicken, um ein Like abzugeben. Und wenn das Video fertig ist, dann könnt ihr noch ganz kurz einen kleinen Kommentar reinschreiben, wie euch das gefallen hat und so weiter und so fort. Also alles, was uns hilft, diesen Kanal ein kleines bisschen weiterzubringen. Ich sag auf jeden Fall zu euch herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus!